Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Destiny 2 im Koop mit diesem komischen Freak hier vorne, ja. Der irgendwie an allen Kanten so komische blaue Leuchtstäbe hat. Das hast du auch. Warum hab ich sowas? Weiß ich nicht. Du hast nur nicht so viele wie ich. Ich sehe aus wie ein Igel. Ja, genau. An den Armen. Na, der Igel wohnt jetzt hier, ne? Let's go. Okay, starte, so, wir spielen noch die. Wir haben noch zwei Abenteuer offen. Einen hier auf Io, zweiten auf der Erde. Und noch ein paar Quests und noch unsere Solo-Mission. Und wir haben noch einiges zu tun. Glaube ich. Hey, Escher. Netto, glaubst du. Denkst du auch etwas Seltsames auf Kanal J1869? Hört sich wie Musik an. Kanal J wie? Oh, oh. Nein. Nein, ich höre auf keinem Scanner etwas, was von Bedeutung wäre. Einschließlich diesem. Das ist seltsam. Ich wette, ich kann die Spur zur Quelle zurückverfolgen. Okay. Da ist ein Engel entdeckt. Hier ist ja einiges los, wa? In die Höhle rein. Mist, ich bin vorbeigeflattert. Warte am Eingang einfach mal auf dich, ich hab Angst. Ich habe leuchtende Arme, die Gegner sehen mich sofort. Und hier ist gleich eine Kiste. Ach, hier ist eine Höhle. Natürlich immer mitnehmen, ne? Die ganzen Tokens. Ja. Toll. Sind wir sicher, dass wir hier ja durch müssen? Ne, wir müssen nach oben. Egal, wir haben zumindest eine Kiste gefunden, ja, immerhin. Das ist irgendwie hier über uns. Schon mal anfangen, ja. Oh, hi! Das ist vom Hof. Startet ja noch ein Event, ey, ernsthaft. Irgendwo hier muss das sein. Hä? Hier ist ein Phasenglas. Vielleicht jetzt Technik. Ach, hier könnten wir rechts gekonnt. Oh, die feine Disco-Party hier. Scannen Sie dieses Ding oder werden Sie von... Oh, wir haben beide Granate geworfen. Ja, da sind sie weg. Ist eine Kiste? Ja. Na doch. In dieser Musik ist eine Botschaft versteckt. Geschafft! Eine Art Zitat. Reale Dinge in der Dunkelheit wirken nicht realer als Träume. Escher, kannst du für uns was im Archiv suchen? Escher? Der Kanal ist tot. Ich gehe selbst auf die Suche. Folge der Musik. So wie es aussieht, stammen die Musik und die Zitate aus einer Zeit noch vor der Ankunft des Reisenden in diesem Sonnensystem. Sie sind alt. Vielleicht haben wir eine Art Hightech-Zeitkapsel aktiviert. Natürlich. Mhm. Ah, ich steig mal auf. Bedrohliche Musik jetzt hier gerade bei dir auch? Oh. Ja. Du, oh Mann, hast, ich springe immer runter. Ich habe eine Falle gelegt. Du wolltest, dass ich über dich drüber fliege und in die Wand knalle. Ich weiß es. Hier waren wir doch schon mal. Ja, nicht nur einmal.
Hm. Wo geht's weiter? Hast du... Nö. Ich muss mir nämlich nicht laufen. Da ist eine Höhle. Vielleicht tot. Ja, ich bin hier richtig. Hier ist laute Musik und eine Höhle. Oh Gott. Ich komme mal zu dir, warte. Ah, jetzt nicht auf den weißen Marker. Hier ist noch ein weiteres altes kodiertes Zitat. Ob durch Zufall oder bewusst gesteuert, Intelligenz kann ihre eigene Ekstase des Wachstums und Verfalls erzeugen. Das Seltsame ist, dass diese Audiodatei erst aktualisiert wurde. Also, kann das keine Zeitkapsel sein? Etwas versucht, mit uns zu sprechen. Nein, etwas. Das muss eine KI sein, oder? Eine KI aus dem goldenen Zeitalter. Ähnlich wie Failsafe. Diese klassische Musik treibt mich in den Wahnsinn. Deswegen ist Failsafe auch so, wie sie ist. Bei klassischer Musik wundert mich das gar nicht. Ne, mich auch nicht. Und dann sag mir nicht, ich bin umsonst noch hoch. Nach oben. Oh Mann. Ich dachte, da wäre der Weg blockiert, aber. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo hin müssen. Also ich hoffe, ich von Musik. Ja, hier oben. Sie schlafen. Die Musik muss sie hypnotisiert haben. Hier heißt es, sobald der Krieg begonnen hat, gibt es keinen Frieden, indem man so tut, als gäbe es keinen Krieg. Was soll das bedeuten? So zu tun, als gäbe es keinen Krieg. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den neuen Kerl mag. Okay. Folge der Musik. Ja, ist ja gut. Also nach links. Wir führen uns echt durch die ganze Pampa. Ja, ich habe auch so das Gefühl. Ich glaube, wir werden erwartet. Oh Gott, oh Gott. Ist okay. Jemand hier? Oh, du bist schon da. Hallo. Ich wollte Munition. Hallo. Oh, haben wir nicht gegen diesen Fetten gekämpft? Ja, ich glaube, irgendwas Ähnliches passiert. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn das nur eine ausgeklügelte Falle ist, um uns zu töten. Hast du es gefunden? Ja, hier vorne irgendwo. Ja, hier. Ach du Scheiße. No scope, headshot. Eine Granate. Hast du da auch eben eine Granate hingeschmissen? Nö, ich hab ein Scharfschützengewehr. Achso.
Ah, endlich wieder Munition, die richtige Waffe, ey. Die Musik, ne? Ich muss da irgendwie, ich weiß nicht warum, aber an Bioshock denken. Schießen und plötzliche Musik. Ja. Ich habe einen Glanzengramm gekriegt. Yay. GZ? Wie lange geht der Scheiß jetzt hier noch weiter? Wie geht dir richtig die Party ab? Kann man den Scheiß irgendwie deaktivieren? Ich hab genau das gleiche gerade gedacht. Ja. Du hast doch einen Raketenwerfer, oder? Ja, ich bin auf dem Weg. Ernsthaft? Die haben doch schon den Dicken getötet. Ja, dreh dich mal um. Einer ist kaputt. Sammel derweil mal ein bisschen Munition ein. So, das Ding ist auch kaputt. Diese KI ist unglaublich. Sie hat Musik in eine Waffe verwandelt. Und sie hat uns absichtlich hergeführt. Ich frage mich nur, warum? Was versucht sie uns zu sagen? Kann sie uns bitte aufhören, durch die ganze Pampa zu jagen? Scheiße. Diese Musik, sie tut weh. Ich brauche einen Moment. Sie sagt, bittet niemals um etwas. Niemals und niemanden. Vor allem keinen, der stärker ist als ihr. Man wird euch alles von selbst offerieren und geben. Ich verstehe nicht. Moment. Da passiert etwas. Ah, roter Sand. Mars. Eiskappen. Hey. Tut mir leid, dass ich einen Moment lang abgedriftet bin. Was haben wir gemacht? Das war eine Anspielung auf das neue DLC. Ah, okay. Stimmt. Es wird nämlich gemunkelt, dass es mit dem neuen DLC auf dem Mars weitergeht. Okay, ja, cool. So, wir können uns aber direkt von hier zur Erde teleportieren. Ja, würde ich auch sagen. Navigator. Stimmt, die haben wir nichts mehr offen, außer jetzt eine neue Quest. Karte, 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 Ziele, Ziele, Ziele. Erde. Wo gehen wir denn da hin? Quest hier unten. Gott, auf der Erde haben wir ganz schön viele Quests, wa? Auf der Erde? Ja, bin ich sogar richtig gesehen, 2 oder 3. Schauen wir mal kurz. Die Erde. Erde. Einmal zur Erde. Ja, auf alle Fälle einmal das, das Abenteuer, dann vergrößern, stimmt, Patrouillen und Bruchstück des Reisenden. Ja, da haben wir noch ein bisschen mehr zu tun auf der Erde. Ja. Wahrscheinlich noch einmal ordentlich Solo-Mission kloppen. Ab zur alten Heimat. So, warte mal, ich schau mal gerade, wo wir hin müssen. War, glaube ich, nicht weit von hier. Ne. Da vorne links. Hallo, Freunde. Hallo. Wir sind wieder auf der Erde. Die sehr, sehr old. Angebot und Nachfrage. Ich starte mal direkt, ne? Ja.
Lange nicht gesehen, ihr zwei. Dev, du hast nicht gesagt, dass er in der Stadt ist. Miss Holiday und ich haben uns Vorräte von den Kabalen besorgt. Sie bleibt momentan im Hintergrund. Du markierst die Kisten, ich fliege sie raus. Kann's kaum erwarten. Wir sollen Vorräte finden. Aha. Okay, da ist schon mal Vorrat 1. Hier ist ein bisschen Party. Oh, Event. Hilfe, Hilfe! Du bist natürlich mitten im Geschehen. Ich bin genau da reingerannt und ich habe leider gerade keinen Super. Alter, oh mein Gott, warum bin ich mit dir reingerannt? Weiß ich warum nicht. War klar, dass diese vierarmigen Banditen versuchen, uns zuvorzukommen. Das dürfen sie nicht schaffen. So kann die nicht viel aus, ey. Ich aber auch nicht. Ah, nicht. Nein, ich bin draufgegangen. Warte, ich bin da wieder da. Ja, genau, hau mich nochmal, du Spinner, ey. Du bist auf eine Nudel. Oh mein Gott, dass ich das überlebt habe bis jetzt. Schon wieder tot. Okay, ich werde von oben jetzt irgendwie was regeln. Ich glaube, ich spring hoch und schieße einfach einmal mit dem Raketenwerfer. Ja, oder so. Und legendäres Enagramm bekommen. EZ. Also gefühlt Level Up. War sogar Level Up. Ja. Dieses komische. Sag mal, wie viele Gegner kommen hier denn? Ich habe das Gefühl unendlich. Wir sollten wahrscheinlich wirklich einfach nur durchrennen und uns das Ding holen. Ich weiß, ja. Das ist eine Etage höher. Ich glaube, jetzt bin ich tot. Güter gefallen. Ja, jetzt bin ich tot. Oh, ätzend. Was ist denn hier so eine Party? Die Frage ist, wie kommen wir da in die Etage höher? Boah, da nimmt ja gar kein Ende hier, ey. Ich hab's geschafft. Jetzt fertig, ich bin gleich down. Bereit für den Teleporter, Amanda? Nicht so schnell. Ich schicke dir Koordinaten, die nicht weit von deiner Position entfernt sind. Die habe ich auch im Blick. Ich mache mich auf den Weg. Wer als letzter im Hof ankommt, ist ein Geächteter. Allerliebst. Der kleine Level 8 da mittendrin, ey. Ja, der Arme. Ich bin erstmal weggerannt. Hat ich noch so einen Blinder verfolgt. Blinder. So ein Unsichtbarer. Unsichtbarer. Wenn, dann bist du der Blinde, wohl eher. Oh, hier ist schön ruhig. Ja, hier viel bleiben. Schöner. Noch. Wieder Einstieg eingeschränkt. Jetzt weiß ich, dass alles scheiße wird. Rotbäuche haben sich niedergelassen und jede Menge Geschütze aufgestellt. Schalte sie aus, ja?
fallen und wirf ein Signal ab, ja? Mach irgendwelche Wünsche. Ja, ich würde gerade sagen, tu mir den Gefallen und mach einfach deine Scheißarbeit. Grünes Signal. Jetzt komme ich. Diese Vorräte sollten die Farm für eine Weile am Leben halten. Gut gemacht. Das war's. Nee, da kommt bestimmt noch irgendwas. Hey, Moni. Sekunde. Dev, siehst du, was ich sehe? Ja, noch ein Depot mit Vorräten. Aber die kommen mir irgendwie bekannt vor, oder? Diese zähnefletschenden Äthersäufer. Sie haben unsere Sachen geklaut. Die Gefallenen haben uns also bestohlen, bevor wir gestohlen haben, was sie der Rotlegion gestohlen hatten. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Wo er recht hat, hat er recht. Richtig. Finde Farmvorräte, aber wie sind die da rangekommen? Ja. Einfach mal reinspaziert, mal kurz mitgenommen. Keiner hat's gesehen. Ich wollte gerade sagen, keiner hat's gesehen. Ich könnte mein Ah ne, warte mal, es kommt eh am Ende ein Boss. Dann werde ich das mal. Miss Holiday macht sich sofort auf den Weg. Keine Chance, Dev. In diesen Gebäuden könnten sich hunderte von Gefallenen verstecken. Ich warte, bis alles gesichert ist. Hier ist nichts gesichert. Eher sehr ungesichert. Die Sache ist mir zu heiß. Ich habe auch keine Sichtlinie. Ihr seid auf euch allein gestellt. Ja, es war klar. Seid stark, wie man so sagt. Wir haben die Welt vor den Rotlegion gerettet. Wir haben irgendeinen Mega-Roboter auf irgendeinem Merkur-Planet zerstört. Jetzt verrecken wir hier mal. Auf, wo sind sie? Hier ist keiner mehr. Hallo Gefallenen, wo seid ihr? Was macht ihr? Von der anderen Seite wieder. Ah, da. Muss grad Leben regenerieren. Andere Seite. Okay. Jo. Ja, so kommen wir zu dir auch mal. Geht schneller. Bunte Kugel. Zack, Kugel weg. Der ist weggerannt, der Spacken, ey. Ich wollte dich auch gerade boxen, weil ich dachte, du wärst ein Gegner. Jetzt kommt gleich Boss und ich hab gleich keine Muni mehr, ey. Ich hab Raketenwerfer und Super. Achso, ja, okay. Hier, da kommt schon etwas dickerer. Klaus mit der Mütze. Noch ein Schiff. Ja. Bam. Weil der denkt auch, weil er unsichtbar ist, dass ich mit boxen kann. Mhm. Und boxen geht immer. Oh Gott, was ist das? So. Das ist Saber. Der als Boss. Oh Gott. Boah, hau ab!
Ups, ich hab mich selbst mitgesprengt. Verdammt. Du musst 25 Sekunden überleben. Ja, warte. Oder so. Erklärt. Der Himmel sieht klar aus. Ich bin zu euch unterwegs, um die Sachen abzuholen. Die Farm dankt euch. Feigling. Gut gemacht. Sehr gut. Tu mir einen Gefallen und sieh nach, ob es noch Tee gibt. Ja, und sein Tee. Ne? Und so, was haben wir überhaupt Schönes gekriegt jetzt hier? Wahrscheinlich richtig schlechte Items. Nö. Nee, echt nicht. Schade. Na gut. Schade. Ist doch wie versprochen. Na, aber das, was ich anhab, ist aktuell besser. Ja, ich konnte jetzt eine Waffe austauschen. Ja, das mit der Schauen. Nö. Nö, damit konnte ich alles nichts anfangen. So, ich würde sagen, machen Cut, wa? Ja. Als erstes. Richtig. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.